So, jetzt sehe ich wirklich an Bord der Ishimura. Oh Mann. Die Scheiße, die dich so dermaßen traumatisiert hat. Der Ort. Und man geht da jetzt wieder hin. Das ist doch Wahnsinn. Und ich werde schon willkommen hier heißen, wie es sich so anhört. Na toll. Kapitel 10. Ellie, ich bin drin. In der Flight Lounge sollte ein Computer sein. Ich kann den Status des Schiffs von dort aus checken. Sind Sie okay? Sie klingen ein wenig nervös. Als ich das letzte Mal hier war, lief es nicht so gut. Ich melde mich bald wieder bei Ihnen. Ja, die Flight Decks kennen wir noch. Hart umkämpfte Areale. Oh Mann. Und alles schön eingetaped. Ah, krass, wie hier. Der Transitpunkt. Ah, krass. Ach, da wären Erinnerungen wach. Keine guten, keine schönen, aber Erinnerungen, die wach wären. Okay. Scheiße, jetzt hier wegräumen. Okay, das kann ich nicht wegräumen. Aber das kann ich dafür wegräumen. Und wir müssen wahrscheinlich auch... Nee, wir müssen nicht da lang. Aber wir könnten. Okay, immer noch ein Textblock. Ich habe keine Ahnung. Eine ganze Rolle Klopapier braucht, um sich den Arsch abzuwischen. Aber wenn ich denjenigen erwische, reiße ich ihm den Arsch auf. So, tolles Wortspiel in diesem Satz. Das ist das fünfte Mal in dieser Woche, dass irgendein Vollpfosten das Klo hier drin verstopft hat. Wir sind am All, Herrgott. Wenn die Leitungen hier den Bach runtergehen, muss jemand da raus und einen Helm voll Scheiße einsammeln. Und das sauber machen. Hört auf damit. Ja, das ist ernst gemeinte Worte. So, ich bin gerade nicht mehr so ganz wirklich irgendwie mit dem Aufbau der Ishimura vertraut. Aber ich denke, er würde mich wahrscheinlich... Ach, sind die Klos hier. Ich denke, er würde mich eher einen relativ direkten Weg schicken. Und das sind wahrscheinlich einfach nur Räume, wo man halt noch einfach ein bisschen was findet. Was ich gut finde. Du hörst wirklich nichts, wenn du die Toiletten putzt. Ich schwöre, dass ich in jeder Schicht etwas in den Wänden höre. Sowas wie ein Kratzen. Wenn ich still stehen bleibe, hört es auf. Wenn ich mich wieder bewege, wartet es ein bisschen und macht dann weiter. Heute folgte es mir direkt unter meinen Füßen, als ob es mich belauert. Ich ertrage das nicht, Mann. Dieses Schiff ist verflucht. Es ist ein böses Omen, dass es hier ist. Ich beantrage meine Versetzung. Und das solltest du auch. Ja. Sinnvolle Aktion auf jeden Fall. So, haben wir ein bisschen Saft. Schadensbericht. Lebensausstattungssysteme auf Notreserve. Primärsysteme offline. Hauptzentrifuge ist aufgrund von Reparaturarbeiten offline. Scheiße, das habe ich mir gedacht. Was? Die Schwerkraftzentrifuge wird repariert. Ich muss runter zum Maschinendeck. Das könnte interessant werden. Ist es sicher? Ich wüsste nicht wie, aber ich werde es Sie wissen lassen. Ja, das ist natürlich... Das finde ich persönlich war, glaube ich, soweit ich mich erinnere, so ein bisschen der Schwachpunkt an diesem Spiel, der mich immer so ein bisschen abgefuckt hat, irgendwie. Dass halt einfach so ein Level-Recycling ist. Ja, die nehmen jetzt einfach so eine Grundstruktur. Ich meine, sie ist ein bisschen verändert, ne? Sie ist ein bisschen umdesignt worden. Aber du hast halt trotzdem ein Recycling so. Und das macht es ein bisschen schade, weil du halt jetzt auch ein bisschen auf der Ishimura bist. Und jetzt die Aufgaben machst, die du schon mal gemacht hast. So. Also, ne? Nicht 1:1, aber. Nuschel, nuschel, nuschel. Nuschel, nuschel, nuschel. Es ist wirklich schade. Es ist wirklich schade. Es ist so schade.
Also ihr könnt mir bitte mal in die Kommentare schreiben, ob bei euch irgendwie die Stimme wesentlich deutlicher zu verstehen ist. Oder ob die halt auch nur ein einziges Gekratze irgendwie an euren Boxen oder Kopfhörern ist. Das würde mich mal interessieren. Das wäre mir nochmal halt irgendwie so eine solche Art von Spiel haben, irgendwie von vornherein merken, okay, das funktioniert nicht bei uns hier. Dann wissen wir, okay, wir müssen halt einfach ein bisschen nachsteuern, damit es für euch cool wird. Okay, immer noch eine Workbench. So, okay, hier haben wir noch die schönen Container aus Teil 1. Und hier die Werkbank mit Cut of the Limbs. Die, die sich nicht mehr daran erinnern können, oben ploppt kurz ein Link auf. Gebt es euch. So. Okay, einen Knoten hebe ich mir noch auf. Ansonsten ist hier Rick eigentlich relativ gut ausgebaut jetzt. Auf zur Schwerkraftzentrifuge. Wieder einmal. Die Mucke ist einfach geil. Ich finde die halt wirklich so dermaßen geil. Okay, hier ist die Station der Monorail. Also die Kommandostation, wo wir die Monorail aktiviert haben damals, im ersten Teil. Was haben wir hier Schönes? Ein paar Credits. Können wir was ransuchen? Ne? Ich verstehe auch gar nichts, was sie sagen irgendwie. So, wer hat hier den Schrubber vorgestellt? Das muss important sein. Das nehmen wir mit. Okay, einfach mal. Static Noise. Okay, wir müssen da runter. Also ich sag nicht, dass es keine Atmosphäre hat, ne? Ich sag ja nur, Level Recycling ist immer so ein bisschen doof, aber die Atmo ist dennoch da. Audiolog. Gordon, Hedrick hier. Warst du in der letzten Schicht hier? War überhaupt jemand hier? Schätze, jetzt bin nur noch ich hier unten. Als letzte Nacht die Lichter ausgingen, habe ich mich verirrt und fiel eine Rampe runter. Vielleicht hat mich auch jemand gestoßen. Meine ganze linke Seite tut weh, mein Sprunggelenk ist geschwollen. Seid ihr bestimmt nicht hier unten? Ich höre was in der Nähe meines Spins. Scheiß drauf! Ich gehe nach oben und komme nie wieder hierher zurück! Tja, hat alles so semi-gut wahrscheinlich funktioniert. Okay. Ah, krass, das haben sie segmentiert, das ist ja cool. So, was ich mich natürlich frage, wann wir den ersten Feindkontakt bekommen. Kippen? Zigarettchen? Nein, danke. Okay, wahnsinnig weiter weg. Blut? Echt jetzt?
Ja, sowas kann sich mal verstecken. Ist ja gar kein Problem. Sowas übersieht man leicht. Da kann man ja auch nicht, ne? Das, wenn man schon mal hier ist. Mit seinem Schrubber. Das überlebt man doch. Auch einer. Oh. Isaac, sie dringen das Schiff ein! Ihr scheiß Ernst? Sie dringen ein, sie sind schon drin! Die Seeräusche, ey. Also wie gesagt, so mit Kopfhörer ist das halt echt. Entfaltet überhaupt diese ganze Soundkulisse, diese Panorama an Schrecklichkeit überhaupt erst sein volles Potenzial. Also wenn ihr euch das Let's Play anguckt, irgendwie gebt's euch bitte wirklich mit Kopfhörer. Wenn es euch möglich ist. Ja. Ich stoße ihn ein bisschen aufladen. Wo are you? Hallo, überhaupt kein creepy shit hier. Ach, da haben wir ja damals alle eben auch die Energieknoten. So. Let's hack it. Hier hoch, ne? Ja, Ellie, ich pass schon auf. Aber ich bin unterwegs zur Zentrifuge. Seien Sie vorsichtig. Meld mich, wenn sie online ist. Ja, das ist doch mal eine zeitverzögerte Auskunft gerade gewesen. So, okay. Wir haben noch 400 Schuss. 415. Dann würde ich jetzt mal sagen, gehe ich mal kurz auf den Plasma-Cutter wieder. Because of, damit wir mal hier auch mal ein bisschen Abwechslung reinbekommen. Was ich mich mal frage. Nee, der Plasma Cutter hatte keine Sekundärwaffe. Vollständig gesäubert und dekontaminiert. Schön. Hallo? Is anybody here? Stuhl. Okay, gut. So, Richtung Fahrstuhl gehen. Und dann schauen wir mal. Infiziert und rekonstruiert wurde und dann nach der Zerstörung des Markers von Aegis 7 zu einem suppenartigen DNS-Schleim wurde. Geile Scheiße. Ja, das ist doch der Traum eines jeden, zu einem suppenartigen Schleim zu werden. Fantastisch. A dream come true.